Ja, meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht es, Call of Duty Ghosts. Ja, wie kommt es, dass ich diesem Spiel eine Chance gebe, muss man sagen. Ich weiß, COD hat auch heute immer noch viele Fanboys. Es ist ja immer noch, jetzt kann man sagen, nicht mehr das meistverkaufte Spiel, aber doch eines der meistverkauften Spiele. GTA hat es ja meiner Meinung nach Gott sei Dank und berechtigt vom Thron gestoßen. Trotzdem ist es ja immer noch eine Spieleserie, die man nicht einfach so ignorieren kann. Sie ist nun mal eine der größten und insgesamt gesehen von allen Spielen ja, glaube ich, auch immer noch die meistverkaufte. Ich will mir aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jedes Jahr kommt ein neuer Teil. Jedes Jahr ist zum einen der Hate wieder groß, zum anderen aber auch die Verkaufszahlen. Irgendwie verkaufte sich halt doch, auch wenn alle sagen, es wäre so schlimm. Und ich möchte dem Spiel eine Chance geben. Ich gehöre nicht zu den Fanboys, das muss ich ganz klar sagen. Es kann sein, dass ich von dem Spiel überhaupt gar nicht begeistert bin. Trotzdem kann man sich ein Spiel ja auch anschauen, um dann eben zu wissen, okay, es ist nicht so meins, oder um es vielleicht kritisch zu sehen. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass ich vor kurzem noch auf meinem Kanal COD 4 Modern Warfare 1 Let's Played habe, was für viele so, ja, der letzte große Titel und vor allem auch der beste Titel der Serie, der ganzen Serie Call of Duty ist, jetzt dann vor dem Hintergrund eben sich Ghosts anzugucken. Ich, wie gesagt, will dem Spiel eine Chance geben. Ich habe auch damals Black Ops 2 auf meinem Kanal Let's Played. Lustig ist auf jeden Fall, in meinem Steam haben 129 Leute Black Ops 2 Multiplayer und nur 7 Leute Ghosts Multiplayer. Okay, das Spiel ist jetzt erst einen Tag draußen, aber trotzdem kaufen sich es ja eigentlich immer viele zum Release. Scheint bei Ghosts bis jetzt noch nicht so krass zu sein. Naja, wir schauen uns zusammen jedenfalls die Kampagne an. Ob ich ein paar Multiplayer-Videos mache, weiß ich noch nicht. Erst einmal geht es auf jeden Fall in den Singleplayer. Ghosts, ja, ich weiß nicht, was denkt man vorher davon? Die großen angekündigten Neuerungen sind ein Hund, wegschwimmende Fische und Next-Gen-Grafik wird versprochen. Inwiefern das der Fall ist, das werden wir uns natürlich, oder generell eine neue Engine, also verbesserte Grafik wurde jedenfalls versprochen. Wir werden uns anschauen, inwiefern das wirklich der Fall ist. Erst einmal ganz kurz in die Optionen. So, und da bin ich auch schon wieder. Wir starten jetzt ein neues Spiel in Call of Duty Ghosts im Singleplayer. Viel Spaß euch. Und wie gesagt, ich sehe das jetzt als ganz eigenständiges Spiel. Ich gucke jetzt gar nicht darauf, was war die letzten Jahre oder was denke ich vorher vom Spiel, sondern ich spiele das einfach so, als hätte ich vorher nichts davon gehört, als wäre das irgendein ganz neues Spiel, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, und gucke es mir einfach an, wie finde ich es. Und ich finde, das solltet ihr auch tun. Wie gesagt, ich bin kein Fanboy, ich will das Spiel nicht verteidigen, wenn es schlecht ist, deswegen sage ich dann auch, wenn mir die Sachen nicht gefallen. Und bezüglich der Videobewertung, bitte nicht disliken, wenn ihr COD nicht mögt, sondern erstmal nur bewerten, wie mein Video ist und nicht wie das Spiel ist. Danke. So, neues Spiel. Ja, speichern ist okay. Wir spielen. Also ich habe Black Ops 2 bei mir auf Veteran Let's Play. Ich habe auch die anderen Teile alle auf Veteran gespielt, aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr, mir bei manchen schwierigen Stellen das anzutun. Wir spielen auf Söldner. Es war eine andere Zeit. Ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger. Und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich.
Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Also, vor uns ist Hash und Elias. Hash und Elias. Und ganz kurz einmal stehen bleiben und sich umgucken. Ein Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Also, ich habe ja Black Ops 2 gespielt. Ich muss sagen, es sieht auf den ersten Blick besser aus. Aber ob es jetzt mit einem Battlefield 4 grafisch mithalten kann, ich weiß ja nicht. Na gut, das müssen wir auch jetzt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Das sehen wir dann im Laufe der Zeit natürlich erst. Und denen kommen noch ein paar, bevor sich alles braucht. Erdbeben, okay. Der Wind wird auch stärker. Wir folgen erstmal Hash und Elias. Vater und Sohn, er hat ihm gerade die, ja, mystische Geschichte der Ghosts erzählt. Den Anfang Render-Trailer, den fand ich schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Aber gut, das soll, darum geht's in dem Spiel nicht, ne? Das Gameplay muss überzeugen, mal schauen. Dad, was passiert hier? Und jetzt kommt mir nicht mit Beyond Two Souls. Es ist Odin! Ins Haus, Jungs! Odin? Da geht alles hoch. Nee, das sieht nicht nach einem Erdbeben aus. Okay, wir sind Logan. Und wir sollen Hash hinterher. Oder Hash. Wie auch immer, wir folgen ihm. Ein Pool, eine Villa. Ich weiß, was Odin ist, aufgrund der Trailer. Da habe ich mich ja schon spoilern lassen dann. So, jetzt haben sie hier reingekackt mit Partikeleffekten. Guckt euch das mal an. Das sieht natürlich immer imposant aus. So ein paar Leuchtepunkte in der Luft. Vor 15 Minuten, also vor dem Odin-Strike. Beziehungsweise, jetzt habe ich es schon verraten. Vor Odin. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Der da los. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit United States, Spiel gespeichert. Odin-Kontrolle, empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Wir sind im Weltall. Auf einmal. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter, beginne Rotation. Drücken Sie keine zum Bewegen nach unten, was? Ich muss erstmal staunen hier. Also wir sind im Weltall. Da ist Odin. Jetzt wissen wir auch, was Odin ist. Etwas im Weltraum. Und da ist die Erde. Ich muss sagen, es sieht schon ziemlich imposant aus gerade. Das muss ich nun mal einfach zugeben gerade. Das sieht schon krass aus hier. Ich folge ihm erst nochmal. Ich denke mal, wir sollen da rein. In die... Nee, USAF ist ja... Na gut, da sind überall die amerikanischen Flaggen drauf. Das ist sowas wie eine amerikanische Raumbasis. Also nicht sowas wie die ISS, sondern... irgendeine amerikanische Basis. Mittelstellung aktiv. Beginne Einflug. Starte, Druckausgleich. Ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Spiel gespeichert. Und ihr seid eingepackt. Gut gestellt. Subchuck. Mosley. Oh shit. Feinde in der Odin-Kontrolle. Erreichen Sie die Odin. Deaktivierung, was? Ich folge ihr einfach. Du weißt doch schon, wohin es geht, Mosley. Komm. Also, dass eine Raumbasis. Oh, hallo Laptop. Dass eine Raumbasis überfallen werden kann, ist mir auch neu. Dass da mal so eben welche ankommen und die überfallen können. Das müsste man doch vorher sehen. Oh, die Waffe nehme ich. Das ist meine. Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand
keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin-Kontrolle! Naja, jetzt können wir uns ja schon erraten, was passiert ist. Jemand hat die Basis geentert, die Kontrolle über Odin übernommen und angefangen zu feuern wie ein Verrückter. Ich meine, okay, das Schießen in Schwerelosigkeit ist natürlich so eine Sache, denn, das Blut ist ja auch schwerelos. Und das sieht man natürlich dementsprechend, dementsprechend fliegt das alles natürlich durch die Gegend. Das ist schon echt gerade ganz cool gemacht hier. Völlig schwerelos und so. Losgelöst von der Erde. Doch, aber die Schwerelosigkeit haben sie ganz gut hinbekommen. Wenn man irgendwo gegenfliegt, dann kriegt das einen Drall und dann fliegt das weiter. Oh, Odin feuert. Odin, Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Odin feuert. Das Lager ist verstärkt. Mir nach. Und die sprengen jetzt die Raumstation, damit, oh Gott. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Odin-Kontrolle? Odin-Kontrolle? Empfangen Sie? Houston? Hier Mosley. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Na toll, die haben die Raumbasis zerstört, aber Odin immer noch nicht. Und der feuert munter weiter. Also Odin ist eine, Waffe, die im Weltraum positioniert ist. Und irgendwelche Luftschläge oder Weltraumschläge Richtung Erde feuern kann, die jetzt gekapert wurde. Aber ich muss sagen, es sieht wirklich imposant aus gerade. Hätte ich gar nicht gedacht. In den Trailern sah es sehr so aus wie die alten COD-Teile, aber gerade doch finde ich es grafisch sehr geil. Okay, Mosley, wohin? Mrs. Astronautin. Hier rein? Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Ich hab dich, Baker! Einfach weiterschießen! Ja gut, man hätte sich auch einfach 2-3 Meter weiter wegstellen können, dann wäre man nicht... Ja, egal. 23 Grad. Das reicht. Das ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Mosley. Mosley ist tot. Und wir auch? Wahrscheinlich. Und damit sind wir wieder zurück. Wir wissen jetzt also, was Odin ist und wieso hier gefeuert wird. Und das ist die Wirkung von Odin. Oh shit. Das ist wirklich krass. Dad hat gesagt, er holt den Truck. Wir müssen ihn suchen. Also man merkt wirklich auch hier wieder an dem ganzen Staub, der rumfliegt und so, wie sehr sie hier mit Partikeleffekten arbeiten. Ich habe ja schon gesagt, das sieht natürlich immer sehr imposant aus. Ihr seht das ja hier, hunderttausende von so kleinen Staubkörnern und alles. Wir müssen springen. Sollte ich überhaupt hier rein? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Au! Wahrscheinlich nicht. Sie wurden zurückgelassen. Ich bin gestorben, mein Lieber. Und Odin feuert weiter.
müssen springen! Ich will auch so cool am Fenster lang schwingen. Lauf weiter, weiter! Spiel gespeichert. Achtung, Truck! Ist übrigens ein ganz, ganz, ganz typisches COD-Mittel. Explosionen, dann so gedämpfter Sound und alles verschwommen. Hatten wir schon, glaube ich, in jedem COD, in irgendeiner Art und Weise. Sei es ein Helikopterabsturz, eine Granate oder eben hier ein Chuck, der einem ins Gesicht in die Fresse fliegt, weil Odin da mal Terror macht. Aber Elias scheint uns zu retten. Während Odin weiter feuert und die Stadt in Schutt und Asche legt. Call of Duty Ghosts. Und an dieser Stelle soll es das erste Mal für den ersten Part gewesen sein. Man muss halt irgendwo cutten. Wenn ich jetzt die komplette nächste Mission laufen lasse, wird das Video zu lang. Deswegen, ich finde, das ist jetzt gerade hier vor dem Hintergrund, dass gerade hier Call of Duty Ghosts eingeblendet wurde, eine passende Stelle, um den ersten Part zu beenden. Wir machen auf jeden Fall direkt bald weiter. Und ja, macht es doch einfach mal so wie ich. Macht euch frei von allen Vorurteilen, von allen Trailern, von allem, was ihr vorher gedacht habt über das Spiel. Und lasst es einfach mal nur als das Spiel, wie es ist, auf euch wirken. Das versuche ich auch. Und bin gespannt, ob das Spiel es eben schafft, mir zu gefallen oder eben nicht. Mal schauen. Bis zum nächsten Part. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.